Es soll sie noch geben, die Leute, die sich fragen, warum soll ich mir ein OnePlus 8T kaufen? Und egal wie viele Reviews du gesehen hast oder wie viele Testberichte du dir schon durchgelesen hast, ich habe ganz schnell drei Gründe gefunden, die für das OnePlus 8T sprechen. Und ich wette mit dir, den einen Grund kanntest du noch nicht. Also bleib dran, mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Dann sind wir mal gespannt, ob du alle drei Gründe findest, die für das OnePlus 8T sprechen. Vielen Dank übrigens auch an OnePlus selbst. Die haben mir nämlich das 8T zur Verfügung gestellt als Ambassador, also als Markenbotschafter. Darf ich das Gerät auf Herz und Nieren prüfen? Wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, abonniere einfach diesen Kanal, setz die Glocke und vielleicht noch einen Daumen hoch, wenn dir dieses Video gefallen hat. Lass uns danach aber über diese drei Gründe diskutieren. Vielleicht findest du noch mehr, die für OnePlus sprechen. Und beginnen möchte ich mit Grund Nummer 3. Und das ist das Display. Ja, auf dem Spec Shield konnte man es schon ablesen, aber zwischen Spec Shield und Realität können nochmal Welten liegen und mich hat das 120 Hz Display definitiv überzeugt. Man kann zwischen 60 und 90 Hz auswählen und der Clou an dem OnePlus 8T ist einfach, dass die 120 Hz sich kaum auf die Akkulaufzeit auswirken. Hersteller wie Apple haben dieses Feature zum Beispiel wegen der Akkulaufzeit nicht in ihr Smartphone bringen können. Hier im OnePlus haben wir allerdings 5G und ein 120 Hz Panel verbaut, heißt volle Power, so wie ihr das möchtet. Der zweite Grund, der für das OnePlus 8T spricht, ist der Akku und neben dem Akku selbst auch die Lademöglichkeit. Warp Charge 65 und das bedeutet, ihr könnt euer Gerät so schnell aufladen, dass ihr 50% innerhalb von 16 Minuten schon in das Gerät reingeladen habt. Und wenn ihr euch fragt, ob sich das auf den Akku auswirkt, nein. In dem OnePlus 8T sind nämlich zwei Akkus verbaut und das führt dazu, dass der Akku selbst nicht direkt über. Übrigens ist der Akku selbst sehr ausdauernd, mich bringt er locker durch den Tag und das, obwohl ich kontinuierlich 120 Hz nutze. Trommelwirbel, kommen wir zum letzten entscheidenden Punkt, der wirklich mehr an OnePlus 8T spricht, und zwar ist es der Canva Mode. Ich zeige euch den mal, der ist echt unkompliziert und ermöglicht es euch, Bilder von euch selbst, von euren Liebsten oder generell Personen, die ihr einfach mögt oder auf eurem Smartphone haben möchtet, in den Hintergrund einzustellen und wenn ihr das Gerät einschaltet, wird euch das Ganze als eine Art Karikatur angezeigt. Entsperrt ihr das Gerät, wird das Ganze mit dem Bokeh-Effekt nach vorne befördert und ihr seht eure Person, die ihr auf dem Startscreen haben möchtet, direkt. Jetzt möchte ich aber von dir wissen, waren das für dich Gründe, die für ein OnePlus 8T sprechen oder sagst du, hey, das ist nichts Neues oder das kann mich gar nicht so überzeugen oder das finde ich auch in anderen Smartphones. Schreib es einfach unten in die Kommentare, ich freue mich auf den Austausch mit dir, würde mich auch freuen, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, mach's gut, bis zum nächsten Smartphone-Blogger.